Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmande. Heute ist der 17. Tag meiner 100-Tage-Challenge. Es ist der 2.10. und ja, sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt für uns. Wir haben ziemlich viele Siege in den letzten Tagen gemacht und sind mittlerweile bei 4200 MMR. Also nicht mehr so weit ist es auf jeden Fall nicht mehr bis zum Tier 1. Deswegen sagen wir einfach mal, drücken wir an und ja, starten unser erstes Game. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, wir müssen nicht so lange warten, aber eigentlich meistens geht es relativ schnell. Oh, wir sind aber nur 8000 Leute online. Also 8000 Spieler, 10.000 Spieler sind online. Ja, mal gucken, ob wir gleich einen ordentlichen Gegner kriegen. Ja, wie sieht es zurzeit so aus? Ich muss sagen, es geht. Also gegen Zerg bin ich immer noch ein bisschen, naja. Und wenn der Terraner mich zu sehr stresst, dann wird es auch schwierig für mich. Aber wir werden sehen. Es läuft, es läuft, es läuft. Und jetzt warten wir kurz. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Wenn nicht, schneide ich das jetzt raus. Bis gleich. So, da geht's auch schon los. Und der erste Gegner ist ein Zerg. Meister! Uiuiui. Also, da bin ich mal gespannt. Banana. Auf Fundgrube LE. Meisterspieler. Hoffentlich ist das nicht Meister 2 oder 1. So ein Kackwurst. Aber lass es auf uns zukommen. Banana. Gut, lecker fahren. Und ich muss auch gleich eine Runde schicken zum Bauen. Deckt runter. Aber wir müssen natürlich Meisterspieler auch besiegen, wenn wir irgendwann mal selber Meister werden wollen. Also, wir lassen uns überraschen. Mit was er uns ja hier fertig macht. Zerg und ein Zergmeister, oh. So ein bisschen Schiss habe ich jetzt schon vor dem Typen. Aber vielleicht ist es doch. Vielleicht ist es auch nur mal geworden. Vor der letzten Season oder so. Oder vor zig Jahren. Und deswegen noch ein hohes MMR und war nicht mehr so gut. Aber wir werden sehen. Hexe hat er genommen. Ist jetzt alles Standard bei ihm. Cool ist noch nicht. Da würde wahrscheinlich diesen dritte genommen haben. Wir nehmen unser zweites Gate. Wir könnten eigentlich hier Cannon Rush forcen. Irgendwas zu tun. Als ob. Reingefallen. Das ist schön. Das ist schön, dass es so einfach geht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mal gucken, ob es nochmal so geht. Ja. Oh, einen Linger hat er schon. Das dürfen wir uns hier nicht zu verzocken. Also ihn hat das auf jeden Fall mehr gekostet als mir. Von die Mining Time. Aber wir müssen aufpassen. Dass wir uns jetzt hier nicht absolut verzocken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich... Eine Echse. Najakar Mina. Die Templer rücken vor. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und dann nehmen wir auch gleich hier. Niemand kann uns aufhalten. Gebt uns einen Auftrag. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Ich bin hier in den Schatten. Vorwärts. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Für den Ruhm. Oh.
kill ich gerade meinen eigenen Adept. Na, das war doof. Bisschen dämlich gemacht. Aber wir üben wir noch ein bisschen. Also so gut sind wir noch nicht, dass wir das hier meistern können. Was ist? Wir dienen mit Stolz. Ich bin das. Oh, wie wollen wir uns noch? Finstern. Forschung abgeschlossen. So, müssen wir mal den Tech beobachten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber wirklich Tech hat er ja nicht. Ich bin die Stimme der. Zwei Pylonen. Sehr weise. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Komm, auf jeden Fall Roaches und Hydras. Ja, Roach All-In. Oh, es könnte ein Roach All-In werden. Gucken, ob er noch eine Echse genommen hat. Nein, keine dritte. Doch eine dritte. Pylonen gebaut. Der dritte ist auch schon ordentlich voll. Und hat schon ordentlich Roaches. Wir brauchen auch langsam eine Flotte. Schlechtes. Ah, Road Ravager All in. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend. Kann man schon Lücken für sich reinstellen? Ach, wie sind die denn reingekommen? Mineralienfeld erschöpft. Mann, bleib denn da stehen, Junge. Wir haben nicht zu viel, verloren. Mineralienfeld erschöpft. Was zieh ich mit? Upgrade durchgeführt. Mineralienfeld erschöpft. So, wir sind ein bisschen draußen hier gerade. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir haben
zu viel Gas auf jeden Fall. Und zu wenig Kolosse. Also es könnte ganz schön schlecht für uns aussehen. Könnte schon eine Vierte haben. Forschung abgeschlossen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Jetzt kommt er. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Minder. Ihr müsst zusätzliche. Ja, Pylon. Das ist gerade nicht so, läuft gerade nicht so toll. Nicht viel, was er da hat. Ein Haufen Roaches. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ein Leben für Ajur. Eure Runden werden angegriffen. Das war so klar. Der Kampf ist mein Leben für Ajur. Ruhm wird unser sein. Mann, 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 Mann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Ich habe den Koloss verloren, ja, anscheinend. So, wir gehen jetzt komplett auf Arkens. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend. Kassar, die Templer. Wir müssen sofort auf Sturm gehen. Der Kampf ist rum, wird uns aus dem abgeschnitten. Upgrade durchgeführt. Ach. Eure Krieger bekämpfen den Gegner an. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templar. Euer Denken gleicht dem Wir sind das Licht der Überschwemmung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Also er ist auf jeden Fall viel besser als wir. Theoretisch. So wenig Mineralien.
Kommissar de Templari. Ihr habt nicht. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Problem ist halt, der hat wahrscheinlich hier eine Echse, hier eine Echse, hat zu vier Echsen. Ich habe zu wenig Ressourcen von allen mittlerweile. Oh, warum greift er nicht alles an? Kein Storm gehabt. Naja, GG. Rotes Army ist einfach viel zu langsam. Meister 3 Spieler, ja, da haben einiges mehr MMR als wir. Ich finde das halt einfach. Man ist zu langsam mit der Protoss Army irgendwie. Das ist. Habe ich überhaupt Dings abgegradet? Erforscht? Ich weiß es gar nicht. Hier für die Bersis. Warte mal, da muss ich mal kurz nochmal reinschauen. Nochmal kurz reinschauen. Storm habe ich vergessen auf jeden Fall. Und Storm hätte uns jetzt auf jeden Fall viel gebracht. So, mal kurz mal vorspulen. Aber er hat richtig gut gespielt, also. Mal da eine Einheit, da mal ein paar Einheiten. Immer mal meine Echo geklaut. Ich hätte vielleicht ein paar Kennis noch setzen sollen, irgendwie meine dritte oder sowas. Da wäre ich vielleicht safe gewesen, aber so. Kaum eine Chance gehabt. Ich habe den Zerg wahrscheinlich auch zu lange machen lassen, also. Sieht man jetzt hier auf der Karte, sieht man ja, wie der mit dem Linken der guckt. Der weiß ganz genau, was ich mache. Das Creep Spread könnte noch ein bisschen besser sein, ist aber okay. Ach, da kamen die Linke rein, die ersten. Hätte auch nicht sein dürfen. Das hätte auch nicht sein dürfen. So. Dann nimmt er jetzt die nächste Echse. Ja, da kommt die fette Army. Die Linge haben halt alles auseinandergenommen. Ich hätte noch eine Echse nehmen müssen jetzt. Ja, der greift doppelt an. Doch, ich hatte Sturmangriff. Charge halt. Warum? Ich hätte viel mehr Unsterbliche haben müssen. Sehr viel mehr. Das hätte mir wahrscheinlich das Genick gebrochen. Ich hatte zwei. Und das hier. Da, der Move hat mir auf jeden Fall aufs Genick gebrochen. Hatte so viele Sonden gekillt. Ich kann ja nochmal gucken. Oh, verlorene Einheiten. Moment. War das? Getötete eine Steuerung. Ja. Getötete Arbeiter. Ja, 28. Also. Da. Das war es auf jeden Fall. Naja. Und es ist halt, keine Ahnung, ich finde halt die Toss-Army ist einfach viel zu langsam, um links und rechts zu verteidigen. Vor allem gegen diesen Blob hier. Viel mehr Unsterbliche müssen. Ich hatte hier, bei der Army hätte ich ja gar keinen mehr dabei. Wo sind die denn? Einer. Doch, da ist noch einer. Ich hätte 5 oder 6 haben müssen. Naja, egal. Ist halt nicht zu ändern. Wir sind auf jeden Fall noch sehr verbesserungswürdig. Und deswegen sagen, drück mal an und spiel noch eins. Nehmen wir erstmal einen Schluck aus dem Glas. Tja, Zerg. Na gut, er war halt auch weiten Welten weiter als wir. Wahrscheinlich müsste ich doch irgendwie nur mal die DT-Trop oder so eine Scheiße spielen. Aber das hätte er wahrscheinlich auch verteidigt. So, wir spielen gegen Terraner. Hoffentlich gewinnen wir das Spiel mal.
Ja, Terraner sind auch stressig. Also in den Höhen von der MMR. Sehr stressig für mich. Lippi auf Chemiewerke-LE. Jetzt wissen wir mal keine Proxy-Map. Hier diese Schneemap, das ist absolut Proxy-Map. Und man sieht hier wenigstens den Kreis von den Liberatoren. Das sieht man ja sonst bei der Schneemap nicht. Beim Standard 2-Gate-Opening zum Üben unseres Makros. Das hat auf jeden Fall noch sehr viele Lücken. Die sollten wir auf jeden Fall noch verbessern. Zweites Gate für den Gaskassierer. Pylon wird angegriffen. Sehr schön. Können wir so lange lassen, wie es geht. Reinzusneaken und versuchen hier die Dings zu killen und bauen zwei Stalker. Heilen. Runter. Ihr seid auf mich angewiesen. Komm, Rico. Kann er ruhig kriegen, ist Mio 0. Ich bin hier in den Schatten. Kalt ist die Leere. Ich bin das Herz der Finsternis. Hat er jetzt was gebaut? Wir sind ein. Haben leider einen Stalker verloren. Das hätte nicht sein müssen. Forschung abgeschlossen. Reaper haben wir auch gekriegt. Ihr habt nicht genügend.
scouten, was er bringt. Erneut diene ich. Zwei Sentries dazu. Ohne Wusste nochmal die Echo. Zwei Pylons. Und wir scouten mal ein. Panzer, Panzer sind gut. Benjis? Ne, keine Benjis. Ist schon auch gut. Und Drop. Mein Observer. Da. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend langsam die nächste. Langsam eine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zusätzliche Pylonen bauen. Ich baue doch Pylonen, verdammt. Upgrades. Und der nächste Koloss muss auch nicht angedrückt werden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sha'azul du Templari. Na, ich werde eigentlich einen Koloss bauen. Nein. Ich bin hier in die Schatten. Ihr habt nicht genügend. Sie brechen durch! Komm, wo jetzt? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Anan Pogal! Gucken, um seine Armee zu Hause zu nennen. Er kommt. Kalt ist. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier. Tanks. Ich bin hier in die Schatten. Alles! Warum geht die F2-Taste nicht? Ach, kein Wunder, ich habe auch das Upgrade nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Mein Leben für Ayo. Ich bin. Das stimmt hier auf jeden Fall nicht. Ich
Forschung. Sir, ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Turm schon angedrückt? Nee. Ihr benötigt Kassar, die Templari. Nicht eure Sonden werden angegriffen. Erneut die. Erleuchtet. Mein Leben für Ajur. Erklärt euch in ein meiner für Ajur. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templari. Mein Leben. Mineralienfeld erschöpft. Alter, wie oft will er das noch machen? Erleuchtet. Der Kampf ist vorgeschritten. Ulak Natter. Nicht genügend Energie. Pylon wird angegriffen. Ihr müsst zusätzliche Pylone bauen. Ah, ich hab zu wenig Energie in meinem Haupt. Ist euer Bild. Ich hasse Terana. Kann die Einheiten, ey. Ach, alles. Aufgabe. Mineralienfeld erschöpft. Ulak Natal. Wir stellen uns der Dunkel. Mineralienfeld erschöpft. Erneut. Euer Denken gleich dem meinen. Erklärt euch, erleuchtet mich.
mein Leben für Ajur. Planetary. Und dieses ganze Spielzeugkram. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Licht der Kala. Ihr müsst zusätzlich mein Leben für Ajur. Fuck. Eure Sonden werden angegriffen. Kassar, die Templar. Mein Leben für Ajur. Überall, ey. Ihr benötigt mehr Respingas. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Erklärt euch. Wir sind das Licht der Kampf. Ich füge mich. Was ist das für ein Spiel gewesen? Ah, da muss ich gleich mal trinken. Von der Erde nur 4000 da im Erde, Terraner. Ah, dieses ganze Spielzeugkram von denen immer, ey. Oh. Puh. Ich würde sagen, mir reicht es auch gerade. Oh, das war gerade echt anstrengend. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, tschö tschö, euer Muttibär. Also, wir sehen uns ja morgen theoretisch. Macht's gut, ciao ciao. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.